Idee. Also, jetzt sind wir drauf gekommen. Vierter Grad bleibt. Lassen wir so. Wir möchten aber nur zwei Nullstellen haben. Das heißt, ich habe hier in x hoch 3 alle drei vereinigt. Und hier hinten habe ich auch eine vereinigt. Wenn ich die ausmultipliziere, dann sieht man das nicht mehr so deutlich. Dann heißt sie nämlich x hoch 4, ne, erste, minus 5x hoch 3. Jetzt sieht man das nicht mehr so deutlich, dass sie nur zwei Nullstellen hat. Nicht mehr so deutlich. Wenn man dann erfahrener ist, sieht man das auch. Aber hier habe ich alle drei Nullstellen. Wenn nämlich x0, 1, 2 und 3 0 wird und hier, wenn x 5 wird, das wäre x04. 5 minus 5 ist auch 0. Hier kann ich 125 mal 0, es bleibt 0. So kann man es machen. So sollte man sich auch rantasten, geht 10 mal besser. Jetzt haben wir aber diese, also diese hat zwei Nullstellen hier. Aber wo? Bei 0 und bei 5. Bastelt mir mal eine, die dieser Form hier gleichkommt, irgendwie und diese Anforderungen erfüllt, aber die zwei Nullstellen nicht bei diesen beiden hat, sondern bei irgendeiner negativen Zahl. Na, jetzt könnte man das einfach austauschen und sagen, na und, wenn die im negativen Bereich irgendwie liegen soll, also das heißt irgendwie hier auf der anderen Seite, also die könnte vielleicht so aussehen, hier bei minus 5 berührt die einmal irgendwie und bei 0 auch, also läuft irgendwie hier so, weiß der Kuckuck was. Einmal hier eine neue Stelle, einmal hier eine neue Stelle. Und jetzt mal eine, die nicht bei 0 alles vereinigt, sondern noch ein bisschen anders. Ich habe einen Vorschlag gemacht. Würde das funktionieren? Entweder der Term wird 0 bei wann? Was für x-Werte müssten auftreten? x01 und x02. Wie müssten die sein, dass hier aus dem gesamten Klammerterm eine 0 entsteht? Ja, würde das funktionieren? Dann hätte ich aber hier keine 0. Ich müsste hier ein Minus davor machen, dann würde es funktionieren, ne? Also 4 minus x Quadrat. Geht deutlicher. Mache ich es mal so, ich schreibe es mal so. 4 minus x Quadrat. So, und hier schreibe ich mal 9 minus x Quadrat. Ist besser. Sonst müssen wir zu umständlich arbeiten. Das wäre auch Quatsch gewesen. So, hier entweder ich setze ein plus 2, denn 2 mal 2 ist 4, oder ich setze ein minus 2, denn minus 2 mal minus 2 ist auch 4. Und dann kann ich das voneinander abziehen. Und demzufolge hätte ich hier das gleiche, x03 und x04. Wie, aber was habe ich letzten Endes? Guck mal hier, wie viele Lösungen habe ich hier? Ne, das sind vier Lösungen, das wird also nichts. Also so geht es noch nicht. Noch eine andere Variante, überlegt mal eine. Ich lösche das schon mal weg. Wenn man was hinschreibt, dann sieht man es. Also man muss sich vorstellen, 0 ist gleich und dann. So, das wäre die eine Variante. Aber wenn man nichts hinschreibt, sieht man nichts. Hier in diese Lücke, hier muss noch irgendwas hin, was 0 ergibt. Und zwar in allen drei Varianten. Hier hatten wir drei Varianten vereinigt und hier. Aber hier soll irgendwie das x eine negative Zahl annehmen, damit das funktioniert. Wenn man sich das hinschreibt und sagt, okay, was hier reinkommt, ich schreibe das mal einzeln hin und probiere das mal aus. Das Ding wird 0 bei minus 5. Wenn x minus 5 annimmt, dann minus 5 mal minus 5 ist plus 25 mal minus 5 ist wieder minus 125 und dann klappt es. Also hätten wir das so, x hoch 3 plus 125 zum Beispiel oder x hoch 3 plus 8. Dann würde das bei 2 funktionieren. Ne? Das würde genauso gehen, wenn ich schreibe. Aber man muss es sich wirklich hinschreiben. Ohne hinschreiben klappt gar nichts. Mathe ist Schreiben. X hoch 3 plus 8 würde funktionieren bei minus 2. Minus 2 mal minus 2 ist plus 4 mal minus 2 ist wieder minus 8 und dann klappt das. Und wenn ich das in Klammern setze, dann kann ich die Dinger hinterher ausmultiplizieren. Das klappt ja, das ist egal. Also x 0, 1, 2, 3 muss sein minus 5. Dann klappt das Ganze. Wenn ich hier eine minus 5 einsetze, hier hinten juckt das nicht. Aber wenn ich sie hier vorne einsetze, bumm, 0. Wenn ich dafür hier eine minus 10 einsetze, klappt hier in der ersten Klammer nichts, dafür aber in der zweiten, dann wird die 0. Und das ist der Trick dabei. So, das aber mal bloß am Rande. Also so schwierig werde ich es in der Leistungskontrolle natürlich nicht überprüfen, denn das war schon mal ein Stoff ein bisschen weiter geguckt. Ne? Jetzt kommen wir nochmal zurück und schließen das Problem ab. Das heißt, dass, obwohl das vierten Grades ist, so ein Gerät hier,
Kann das mehrere Lösungen haben? Was muss denn dann wohl hier in unserem allerersten Fall passiert sein, wenn ich hier nicht weiterkomme? Ich habe hier zwei negative Lösungen. Was muss denn dann passiert sein? Und das ist letzten Endes die Schlussfolgerung. Einfach mit nach Hause. Nächstes Mal, wer sich hier drüber mal einen Kopf machen will und sagt, verdammt nochmal, ich kann ja gar keine negativen Wurzeln bearbeiten. Und sich das letzte, unser letztes, unsere letzten Betrachtungen nochmal anguckt. Der weiß auch, worum es hier geht. Hier.